So, was ist denn das hier? Was ist deine größte Angst im Leben? Meine größte Angst im Leben? Hm. Jemand schreibt Haarausfall. Weiß ich nicht. Ich glaube so... Wenn mein Thema an der Tür klingelt. So, okay, da sind wir auch gleich beim Thema. Also, passt auf, Chat. Also, wir waren gestern... gestern haben wir über Boxen gesprochen und sowas, ne? Und da werden Kämpfe organisiert im Hintergrund, da wird schon hier groß geplant und alles. Und da haben wir im Briefing gesagt, ja, ich kann nicht gegen Vlesk boxen, weil, Achtung jetzt, Zitat, Niklas, der hat Stöckchenarme. Hat Niklas gesagt. Ich habe nichts dazu gesagt, außer ja, stimmt. Also Vlesk ist halt stark halt in Klettern und sowas, ja, aber... Der hat halt Arme, die sind so dick. Wie Finger. Ja. Also ich hab nichts dazu gesagt. Also nur ja. Also Vlesk ist halt stark halt in Klettern und sowas. Ja, aber der hat Stöckchenarme. Ja. Ja. So, und dann hat gestern Nacht so um 2 oder 3 oder so, keine Ahnung, ich guck nochmal. Gestern Nacht jedenfalls kriege ich eine PN auf Twitter. In Caps Lock geschrieben, mir reicht's jetzt, von Vlesk. Und darunter ein oben ohne Foto, wo er mir seinen Bizeps zeigt. Und Chat, ich muss euch eins sagen. Also, das sind keine Stöckchenarme, das sind ausgewachsene Bretter. Also, das sind richtig dicke deutsche Eichenbretter, die der Mann da unter seinem Shirt trägt. Ich habe das völlig unterschätzt. Also, ich habe auch direkt an ihn gefragt, wie es mit OnlyFans aussieht, weil ich würde investieren. Also das wird sich lohnen. Also sobald, also ich sag's euch jetzt im Ernst, wenn Vlesk jemals OnlyFans anbieten sollte, ihr solltet da mal überlegen, ob ihr da vielleicht im Bankberater einen Termin macht und einen kleinen Kredit aufnehmt, weil das könnte sich richtig lohnen. Also weil ich da gesehen habe. Das wird erschwinglich sein. Wenn ich OnlyFans aufmachen sollte, wird es erschwinglich sein, kann ich sagen. Ja, jedenfalls. Naja, jetzt ist Vlesk natürlich doch potenzieller Gegner. Aber Lügen, Matteo? Ich zeige jetzt nicht das Foto, ja? Weil dieses Foto, was ich auf meinem Handy habe, von Vlesk oben ohne, das ist im Prinzip meine Rente. Wenn ich irgendwann mit Streaming aufhöre, werde ich dieses Foto verkaufen und muss nie wieder arbeiten. Ich werde euch das Foto nicht zeigen, da wäre ich ja blöd. Zeichne es. Ja, das sah ungefähr so aus. Mann, ey, also das so und dann hier ist so sein Arm. Und dann hier geht's so runter, so, man sieht auch so einen Teil von seiner Brust. Und dann war hier... So. So sah das aus. Also im Prinzip... Ja, klar! Also mehr oder weniger jetzt. Also es ist schon ziemlich genau gezeichnet. Ich kann ja schon sehr gut zeichnen, wisst ihr ja. Was ist das denn? So sah das aus. Ja, folgendes, mein Bizeps sieht natürlich im Volumen, also man sieht bei mir halt definierten Muskel und nicht wie man bei Matteo einen super großen Bizeps, aber ich bin halt auch, bei ihm ist halt viel mehr Fett dran, ne? Ich bin halt nicht was? So eine Fettbacke. Ey, sprich, es, hier natürlich, ist, das ist kein ist Gramm ist ja vom Fett. Volumen her. Guck mal, ich wackel. Okay, unten wackelt nicht ganz so massiv. Da ist. Aber der Muskel an sich ist ja trotzdem relativ stabil, würde ich behaupten. So, jetzt pass auf. Wenn ich jetzt noch 20% Körperfett zulegen würde, so wie unser italienischer Duisburger, dann würde er natürlich auch anders aussehen, bin ich ehrlich. So, ich muss jetzt mal schnell, ich muss in den Discord. Aber jetzt hier wieder nur... Der hat dich komplett durchbeleidigt gerade. Hi, na? Matteo. Gut kannst du zeichnen. War absolut 1:1 das, was ich dir geschickt habe. Ja, danke. Ja. Immer schön, wenn ich Nacktbilder via DM verschicke und Leute, die dann im Stream zeigen. Ich habe das extra nicht gezeigt, das Bild, aber ich habe schon gesagt, ich werde das behalten und das wird dann meine Absicherung im Rentenalter. Das werde ich aber ja warum, verkaufen. Warum schickst du mir keine Nacktbilder? Du hast nicht gefragt.